Erst Mathildes Sohn Heinrich II. Konnte sich durchsetzen. Durch längere Wirren gab es große Verwüstungen in England. Die Zahl der Herzogtümer stieg von 6 auf 22. Damit war die Monarchie geschwächt. Unter Heinrich II. Konnte die Integration von Wales abgeschlossen werden. Die Einwanderung von Normannen in Irland begann. Unter ihm war der Besitz der englischen Krone massiv gewachsen. Wales und Schottland mussten die englische Oberhoheit anerkennen. Neben England gehörten etwa 2/3 Frankreichs dazu. Der Grund dafür war Heinrichs Ehe mit Eleonore von Aquitanien. Sie war eine der bedeutendsten Frauen des Mittelalters und zuerst mit König Ludwig VII. Von Frankreich verheiratet. Die Ehe wurde 1152 offiziell wegen zu naher Verwandtschaft aufgelöst. Allerdings dürften dynastische Überlegungen den Ausschlag gegeben haben. Bis 1152 hatte sie 2 Töchter, aber keinen Sohn geboren. Nach der Auflösung gab es mehr als genug Brautwerber. Mit Heinrich hatte sie dann 8 Kinder. Von 5 Söhnen wurden 3 König von England. In der englischen und französischen Literatur spricht man von einem angevinischen Imperium. Allerdings ist es eigentlich kein geschlossenes Reich, sondern eine Sammlung von Herrschaftsrechten. Auch ein gemeinsamer zeitgenössischer Name existierte nicht. Heinrich nannte sich Rex Anglorum, Dux Normannorum et Aquitanorum et Comes Andegavorum. Ab Heinrich spricht man von der Dynastie der Plantagenet, abgeleitet vom Ginster, Plantagenister. Der Name geht entweder auf Heinrichs Vater zurück, weil er Ginster als Helmzier verwendete, oder auf die geförderte Anpflanzung der Ginsterbüsche für die Jagd. Insgesamt hat Heinrich viel in seiner Herrschaftszeit erreicht. Nur ein Ereignis wirkt sich überaus negativ aus. Heinrich hat die Privilegien des englischen Klerus eingeschränkt und ihn der weltlichen Gerichtsbarkeit unterworfen. Damit geriet er im Gegensatz zum Erzbischof von Canterbury, Thomas Becket, der vom Papst unterstützt wurde. Zwischenzeitlich floh Becket nach Frankreich, kehrte aber nach Vermittlung des französischen Königs wieder zurück. Danach eskalierte der Konflikt wieder. Als König Heinrich II. Bei einem Essen fragte, ob ihn niemand von diesem Kirchenmann befreien wollte, nahmen einige Ritter das zu ernst. Am 29. Dezember 1170 wurde Thomas Becket in seiner Kathedrale getötet. Der Aufschrei war groß, der Papst drohte mit einer Untersuchungskommission. Um seine Ergebenheit gegenüber der römischen Kirche zu zeigen, begann er mit der Eroberung Irlands, was ihm bereits 1155 von päpstlicher Seite erlaubt wurde. Der Papst erhoffte sich damit eine stärkere Anbindung der irischen Kirche an Rom.